So, und willkommen zurück. Ja, dann heißt es ja wieder nach unten gehen. Ihn krieg ich immer noch nicht. Okay. Das ist natürlich ganz großes Kino, dass ich die beiden hier... aber Moment mal. Sie hat doch... Stabilisieren? Verhindert das eine... Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das da hier wollte ich doch. Wunden heilen. Okay. Um 4. Ja gut, 3 sind verletzt... Oder 3 Verletztheitspunkte hat er. Einen verschenkt man dadurch. Das wird wehtun. Oh Gott, diese Schmerzen! Oh Gott! Hilfe! Sie hat mich angesprayt. Okay. Dann geht's halt wieder runter. Danach heilt sie sich selber. Das gefällt mir aktuell. Also mit diesem Heilen. Das muss ich ja schon sagen. Sehr schön. Sie hat das nicht. Aber sie lasse ich... Ne, 2 Salben sind es noch. So. Ihm noch 1. Danach könnte er unter Umständen auf den Einsatz fortsetzen. Muss ich das jetzt jede... Na gut, wenn die dann mal draußen ist. Sollte das ja kein Thema mehr sein. So, dann wartest du einfach hier. So, in derselben Runde darf ich das wahrscheinlich nicht machen. Keine Medikit-Anwendung übrig. Ach so, das geht nur ein einziges Mal. Ich verstehe. Also ein bisschen Schwierigkeit. Oder man sollte das dann einigermaßen geschickt einsetzen. Okay, das ist... finde ich okay, finde ich okay. So, du gehst dort runter, weil die müssen ja von dort unten herkommen. Das gefällt mir sehr schön. Tja, dich hätte ich liebend gerne dorthin positioniert. Nochmal schauen, dass wir da jetzt mal einen irgendwie lebendig bekommen. Du kommst auch dorthin, weil das sind ja nur so einfache, oder dürft ihr nur ein einfaches sein? Okay, mein Sniper-Man. Dahin. Sehr schön. So, mein Freundchen. Wo bist du denn? Ist die ganz große Frage. Das sieht immer noch keinen. Na, dann holen wir den. Will ich den? Doch, komm, da runter ans Auto. Volle Deckung, das passt schon. Ah, da ist er. Ah, natürlich den schon Verwundeten. Der versteckt sich da oben, der Sausack. Okay, Sniper. Sniper, Sniper, Sniper Position. Nach unten krieg ich dich ja... Ja, dahin genau. Mal dahin. Jetzt muss ich den halt irgendwie da mal rauslocken, ne? Geh mal dahin. Ich glaube, den kriege ich auch nicht leben, ne? Kannst du knicken. Ah, aber, er wäre schon mal in Sicht. Sehr viel Risiko mit ihr. So. Ach, da ist ja auch noch eine. Heieiei. Sehr schön. Ah, genau, das ist ja die Fähigkeit. Er sieht zwar jetzt dieses Alien nicht direkt, aber die Position wird natürlich von den Leuten in der Umgebung übermittelt. Genau, das war die Sonderfähigkeit, die ich hier für ihn geholt habe. So, zu beenden. Was macht er? Nein, 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 nein und nochmals nein. So, mein lieber Sniper-Man. Zeig, was du kannst. So.
Mit dem Sniper, bitteschön. So, Präzisionsschuss. Aber immerhin, ne? Nur 70, knapp 70%. Hab ihn weggefickt. Die VIP ist in Sicherheit. Kommen Sie schleunigst zurück zur Basis. Yeah. Supi, ich wollte schon sagen, oder bist du etwa so ein Sniper-Vollprofi, wie ich es bin? So, 6 abgeschossen, also 6 Leichen hätten wir. Ansonsten nicht viel. Außer, dass wir jetzt natürlich super wenig Angst in Kanada haben. Bam. Bin mal gespannt, was meine Leute jetzt noch alles Neues kriegen. Oh, sehr schön. Oh, 11 Kills. Vielleicht sollte ich auch mal versuchen, nur mit einem immer die Aliens zu killen. Nein. So, was haben wir denn da? Panzerbrechende Munition teilt zusätzlich 100% Schaden gegen Roboter aus. Oh, Blitzreaktion. Leitet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste ein Treffer war. Ja, panzerbrechende Munition bei ihm auf alle Fälle. Also aus ihm machen wir so eine richtig schöne, schwere Kampfsau. Alter, die sind ja alle verwundet. Oh Gott, das dauert ja Ewigkeiten. So, was hat sie denn? Kann sich 3 zusätzliche Felder weiter bewegen. Das ist nicht verkehrt. Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischen Angriffen, nicht nur bei Bewegung. Cool. Das ist natürlich die Frage. 3 weiter. Oder mal den Feuerschutz. Ich sollte auch mit den Sachen aktiv dann spielen. Ganz klar, dass man das alles sieht. Ausbildung, Rauchgranate. Bestätigt schon wieder eine Unterstützerin. Gibt es hier echt Techniker? Oder sind dabei hier diese Supporter gemeint? Lieber Chaos Crusher 115. Liegt an dir. Werde ich natürlich dann an männlichen machen müssen. Aber ich glaube, man kann die ja hier auch individualisieren und dann daraus einen Mann machen. Weil einen Rang sollten sie auf alle Fälle schon haben. So, wenn dieses Projekt nicht so geheim wäre, würden die UN-Generalsekretäre Ihnen wohl persönlich danken. Danke, Commander. 47 Credits, Panik verringert, genau, Panik, ich muss mir das merken, das ist der Panikbalken. Neuer Rekrut, schwer, Sergeant. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Yeah, sehr schön. So, was erwarten wir denn? Ratsbericht in 11 Tagen. So, von der Technikabteilung her, Einrichtung bauen. Was können wir da reinbauen? Wir könnten ein Labor, erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundsbonus 10% Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkt angrenzende Labor. Das können wir natürlich da mal gucken, da sind natürlich keine Labore. Also sollten wir eine Ebene nur für 1, 2, 3, könnten hier natürlich direkt 2 Labore nebeneinander machen, ne? Was ist das da? Kraftwerk? Kraftwerk liefert den Strom für neue Gebäude. Jedes Kraftwerk erzeugt 6 Stromverbund ebenfalls. Energie sind wir bei 37. Was kostet sowas? 3 Energie? 6 Wissenschaftler? Ja, gut. Brauchen tun wir das so oder so, ne? Monatlich sind wir ja immer noch im Plus, zwar nicht mehr ganz so viel wie zu Anfang. Sehr schön. Sieht man das jetzt dann auch, wie das gebaut wird? Das wird dann auf... Ne, dieser Ebene definitiv nicht. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Das müsste ja hier irgendwo dann gebaut werden. Hier rein kommt das dann. Okay, schade. Da hätte man noch eine zusätzliche Animation reinbauen können. So, fangen Sie ein lebendiges Alien. Verhör eines gefangenen Aliens. Okay, Kanada sieht Panik sehr gut aus. Mexiko ist das Einzige, was nicht ganz so ist. Man kann... Jetzt muss ich mal gucken. Offene Aufträge, 0. Okay. Man hat doch mal einen Sky Ranger oder beziehungsweise auch diese Jäger losschicken können, lassen können.
Achso, boah, das ist ja Augenkrebs. Sieht zwar auch ganz cool aus. Hey! Da wollte ich doch... Das wollte ich doch gar nicht. So, dann scannen wir einfach mal nach Aktivität. Damit tut man ja dann auch die Zeit vorantreiben. So, sehr schön. Unsere Panzerung ist fertig. So, diese leichte Weste bietet aus dichtem Nanofasergewebe verbessert den Körperschutz jedes Soldaten, der sie trägt. Benutze die Option bei Umkaufe Gegenständen in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Annehmen! So, gelernt, Kampf, revolutioniert, Augenhöhe, ja, ist ja sehr schön. Sektoiden, das wäre natürlich mal nicht verkehrt, weil vielleicht können wir dann auch, ja, wie ich schon mal gesagt habe, Kopftalon und, also Talon, Torso, den Oberkörper oder die Beine anvisieren. Hier wäre es dasselbe. Da wäre natürlich die nächste... Strahlenwaffen sind natürlich auch eine schöne Sache. Wir machen jetzt aber erstmal hier... Die Autopsie der von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten. Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie telepathische Kräfte. Ekelhaft. Oh Gott. Abteufel. Ach Gott. Also wenn man... Also, wow. Nee, also sowas mag ich gar nicht. Okay, ekelhaft. So. Dann wollen wir natürlich hier auch 5 Westen haben, bitteschön. Auftrag erteilen. Sehr schön. Und dann da wieder raus und einfach wieder die Zeit voranspulen. Ja, anfangs wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Wir könnten uns natürlich noch einen weiteren Satelliten leisten. Können wir uns das überhaupt? Wirklich? Ein Tag, jetzt warten wir das noch ab. So, Sektoiden-Autopsie-Forschungsprojekt abgeschlossen. Satellitenzielhilfe zielen zur Herstellung verfügbar. Okay. Klone gehen immer. Bla 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 bla. Okay. Satellitenzielhilfe zielen. Aktiviere dieses Modul. Während des... Ah, Gott im Himmel, heute habe ich es aber echt mit dem Lesen. Aktiviere dieses Modul während des Abfangens, um einen sofortigen, zeitlich begrenzten Schub der Zielsicherheit deiner Einheit zu erhalten. Das Modul ist nach dem Einsatz ausgebrannt. Na toll, seine Technologie basiert auf Sektoiden-Implantaten, wodurch wir einen Datenplus durch unseren Satellitennetzwerk senden können. Oh, cool. Ja, das wollen wir dann auch machen. Ist ganz klar. Strahlenwaffen, also solange wir natürlich hier nur durch die Gegend warten. Aber jetzt der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Dieselbe Animation, nur mit einer anderen Leichnam, ist schon ganz klar. Nee, jetzt mal aber ohne. Was würde mich... Nee, das wollte ich gar nicht. Doch, das wollte ich schon. Ich wollte das da hier. Zielhilfe. 3 Sektoiden, 5 Ingenieure. Ich muss mal schauen, wo wir die Ingenieure finden. Boah, wir haben kaum noch Credits. Ich will wieder eine Mission. Also ein Monat muss vorbeigehen. So. Scannen. Eine Entführung gemeldet. Schauplatz anzeigen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten.
Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ah, toll, super, gleich 3 Stück. So, wir hätten da einmal... Der Kerl befindet sich in Brasilien und will nach Brasilien zappen. Ist schon ganz klar. Aber auch in Kanada. Oder bei den Briten. Man sollte hierbei, jetzt ist natürlich die Entscheidung noch relativ einfach, weil wir hier überall Panik gleich 1 haben. Sollte man schauen, wenn man hier schon irgendwo Panik viel hat, sollte man dorthin gehen. Definitiv. Ansonsten schaue ich jetzt mal nach. Hier gibt es 4 Wissenschaftler. Sehr schön. Einen neuen Rekrut, Scharfschütze Sergeant. Das ist natürlich auch sehr nice. Hier würde es 200 Credits geben. Die Brasilianer bezahlen uns. Das sind die einzigen, die gerettet werden wollen, wie es mir scheint. Das kommt allerdings dann erst im nächsten Part vor. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Baba.